Schön, dass ihr da seid und ich hier und damit herzlich willkommen zu DVD-Check und es gibt wieder Tipps fürs Wochenende. Fangen wir doch mal an wie immer auf Sat.1 am Samstag, den 21.12. haben wir Transformers die Rache. Die Rache um 20:15 Uhr. Hier haben wir Shia LaBeouf, Megan Fox. Ich finde, im besten Teil der Trilogie, bei dem es ja jetzt einen vierten Teil bei gibt. Zurück zum zweiten Teil. Hier haben wir eben einen wirklich langen Transformers-Film, der wirklich sehr viele Action-Momente zeigt und wirklich sehr gute Bilder. Also, ich finde, das ist der beste Transformers, der zweite Teil, genau. Also, kann man sich echt mal anschauen. Dann haben wir auf Vox die Monster AG, der wirklich gute Vorgänger von der Monster Uni. Ich weiß nicht, wann er rausgekommen ist, ich glaube 2004 oder so, 2003. Also wirklich einer der besten Animationsfilme, wie ich finde. Man hat Spaß, man hat hier eben Monster, aber auf lustige Art animiert. Und das ist natürlich das Ziel eines richtig guten Animationsfilms. So, dann haben wir Sonntag, haben wir den Zoowärter auf RTL mit Kevin James und alle, die Kevin James Filme kennen. Die sind meistens alle gleich. Ja, man hat Kevin James und ja, was soll ich dazu sagen? Alle, die Kevin James mögen, die werden sich bestimmt das anschauen, weil eben der Humor eben sehr eigen ist von Kevin James. Aber ich mag ihn auf jeden Fall und ich finde seine Witze echt cool, wie zum Beispiel Kindsköpfe oder der Kaufhauskopf oder eben das Schwergewicht. Genau, da haben wir auf Pro 27.15 Mission Impossible Phantom Protocol oder Phantom Protocol, wie Madre sagen. Ja. Um 20:15 Uhr die Free TV Premiere. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich habe die ersten drei Teile gesehen. Finde ihn natürlich super mit. Fuck, mir fällt der Name nicht ein. Egal. Auf jeden Fall sind das sehr tolle Filme, muss ich sagen. Man hat Action. Man hat hier, ich glaube, Simon Pegg spielt sogar mit im vierten Teil. Genau, dann haben wir, man hat einfach tolle Bilder. Einer der ein super Agent ist das eben. Und ja, ein bisschen blöd, dass mir jetzt der Name nicht einfällt. Ich habe in so einem Handy jetzt gerade. Egal, vielleicht fällt er mir noch ein. Dann auf RTL 2 haben wir Der Polarexpress, wieder ein Animationsfilm. Und jetzt ja in der Weihnachtszeit. Ist natürlich schön, wie ihr schon an seht. Mir geht es eben um einen kleinen Jungen, der zweifelt daran, ob es den Weihnachtsmann gibt am Weihnachtsabend. Und dann kommt ein Polarexpress vorbei, also ein Zug. Und der ist dafür da, dass Kinder da reingehen. Und eben der Zugführer klärt die dann auf und fährt mit denen am Nordpol und zeigt denen halt, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und das ist auch sehr schön gemacht, muss ich sagen. Ist jetzt nicht einer der besten Animationsfilme, aber die Geschichte ist wirklich toll. Kann man sich echt mal machen. Deswegen habe ich das auch in meinen Tipps fürs Wochenende dabei gehabt. Mir fällt dieser Name nicht ein. Das gibt's doch nicht. Egal. So, ich schreibe den auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Und das waren aber meine Tipps fürs Wochenende. Was schaut ihr an? Schreibt es in die Kommentare rein. Genau, beim Gewinnspiel hat sich ja keiner gemeldet, ne? Blöd. Ja. Muss ich mal überlegen, ob wir das wieder machen hier, ne? Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal bei DVD-Check. Ciao.